Der Hauptdarsteller in Episode 4 von Das verrückteste Ende der Welt ist ein Rechtsanwalt, kein sympathischer Mensch, nicht unbedingt der Sympathieträger. Trotzdem bin ich sehr froh, dass diese Rolle Janosch Mischowetz im Prinzip von seinem Naturell her das komplette Gegenteil übernommen hat. Aber ich glaube, du wirst es schaffen, weil du einfach ein genialer Schauspieler bist. Dessen bin ich überzeugt. Da durfte ich mich auch schon persönlich überzeugen davon, in Space Tours, aber nicht nur in Space Tours, aber jetzt in einer eigenen Produktion. Deshalb Space Tours. Ja, mich freut, dass du wieder mit dabei bist. Du kennst das Projekt ein bisschen, du weißt, es ist eine No-Budget-Produktion. Die Rolle ist jetzt auch nicht unbedingt die sympathischste. Trotzdem hast du gemeint, ich mache das. Was hat jetzt dazu bewegen, bei so einem verrückten Projekt mit dabei zu sein? Ja, zunächst einmal die Erfahrung in Space Tours mit dir hat mich dazu gebracht, dass ich dir eigentlich kaum einen Wunsch abschlagen kann. Also mit dir zu arbeiten ist wirklich eine Wonne. Und die unsympathischen Rollen im Film sind ja meistens die interessanteren. Also ich bin jetzt nicht der geborene Held und Don Juan in den Filmen. Also ich bin mehr im Charakterfach zu Hause und komme ja mehr von der Bühne. Und dann gefällt einem das Fiese und Miese ganz gut.